Die Radio Hamburg Pokémans. Zum Mitschneiden und Sammeln. Das Wunderkind Pokémans, Gattung, gehört zur Familie der hochbegabten Pokémans. Größe, ein Riesenhirn. Das Wunderkind Pokémans klärt den Professor der Klinik kurz nach seiner Geburt darüber auf, dass dieser die Steißlage hätte eigentlich viel früher erkennen müssen, da sich aber kein Subturalhämatom mit anschließender Diffusionsinfiltration im vorderen Thoraxbereich eingestellt hat, will es von einer Klage noch einmal absehen. Solange es noch nicht laufen kann, also die ersten 2 Tage, muss es sich wohl oder übel damit beschäftigen, Beethovens Klaviersonaten 8 bis 32, Opus 13 bis 111 vom Blatt zu spielen und wenn nötig zu verbessern. Für seinen Kinderwagen entwickelt es einen Solarantrieb und seine beiden Eltern, ein Atomphysiker und eine Anwältin, hält es für strunzenblöde Idis, die aber einen gewissen Sympathiewert haben. Doch bevor es seine ersten Schnürschuhe bekommt, kriegt es eine dicke, hässliche Brille. Die ist wichtig, damit seine Mitschüler es nicht nur arrogant und strebehaft, sondern auch total abstoßend finden und es auf dem Schulhof ordentlich was aufs Maul kriegt. Denn sonst wäre das Leben des Wunderkind-Pokémans ja völlig problemlos und wer will das schon? Das Pokémon nutzt die kurzfristige Dunkel- und Abgeschiedenheit des Schwitzkastens derweil, um das Universum neu zu berechnen, denn da kümmert sich ja wohl sonst anscheinend keiner drum. Für seine Eltern ist es oft sehr belastend, ein Wunderkind-Pokémon zu haben, ist es doch relativ unwahrscheinlich für diese Gattung ohne störende Nachfragen einen plausiblen Zusammenhang zwischen Tellerleeressen und schönem Wetter herzustellen.